Moin, moin, Rappi TV. 2 Tage bevor es wieder zur Aufwertung geht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal direkt rein. Es ging heute gegen Stahlhausen zum Auswärtsspiel. Im Stadion Stahlhausen vor 2438 Zuschauern. Das sind 99,6% Auslastung. Also die Heimmannschaft freut sich hier auch auf die Gäste aus Ratekau. Den Wilson wird ausgewechselt, da er gesperrt ist, dafür gar keine andere Partie. Denn gut. Hier gleich die ersten 3 Chancen für die Heimmannschaft. Ja, er ärgert sich maßlos. Hier die vierte mittlerweile in 20 Minuten. Da dürfen wir uns nicht beklagen, wenn es jetzt hier gerade klingelt. Fünfte Chance. Die sechste, also unser Keeper, also der hält heute grandios. Siebte Chance. Also, wenn man es vorne nicht macht, dann bestraft einen das hinten. Hier müsste die achte Chance, die neunte, also Fabian Demmler, der hat keine Chance gegen unseren Keeper. Zehnte Sch Wahnsinn. Wahnsinn, was unser Torwart da heute geleistet hat. 10 Chancen müssen, ja, 10 Chancen zu null. Nicht sehr viel Ballbesitz. Da wurden die Stahlhausener zwar mit Chancen verwöhnt, aber unser Keeper, das ist eine Bank. Das ist sozusagen Oli Kahn 2.0. Da geht keiner vorbei. Dann ging es heute zum Friendly, zum Tierbach 12 oder Tierbach 1-2. Ich denke mal, ja, Tierbach 1-12. Stärke 45, Rapid Ratekau. Gegen 34. Scofflaw wird ausgewechselt, da er verletzt ist. Dann müsste noch schon Soon, da er gesperrt ist. Und Dean Wilson ist dabei. Das heißt, hoffentlich Tore. Vergibt jetzt seine erste Chance. Manche auch schwierig aus der Situation, die er gerade geschossen hat. Er von halb rechts ins lange Eck versucht. 56. Dean Wilson. Zack! Schuss ins untere Eck. Legt gleich per Kopf ein zweites Tor hinterher und ein drittes per Foul-Elfmeter hier. 11 Minuten, 3 Tore. Und danach ist Schluss. So stellt man sich einen Top-Stürmer vor. Da haben wir ein wirklich gutes Los gezogen mit Dean Wilson. Richtiger Goalgetter. Gucken jetzt uns jetzt nochmal den Keeper an. Den Chol-Chol-Jin. Ja, hat wirklich grandios heute gehalten. Kam von Stadt Tollendorf e.V. aus Schottland, aus der Landesklasse. Haben da als Torhüter einen Zehner. Konnten sich natürlich nicht durchsetzen dagegen den Swasiländer, Lander, was weiß ich, den Typen aus Swasiland. Ja, Wahnsinnsleistung heute, wie gesagt. Braucht noch 400, ist mittlerweile auch schon ein Sechser. Er wird sich auf jeden Fall aufwerten. Cholzune auch eine starke Saison bisher gespielt. Der braucht noch 180 bis Level 6. Sollten auch noch hinkriegen in diesem Jahr. Ja gut, was soll man zu Dean Wilson sagen? Er macht ein Tor nach dem anderen. 327 noch bis Stärke 7. Und ja, nächster Gegner ist mit Stärke 76 Tokat 1. Auch 11 Spiele aufgestellt, genauso wie wir. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder morgen. Könnt gerne reinschalten, wenn ihr möchtet. Oder würde mich freuen. Ja. Vielleicht könnt ihr einfach mal, falls ihr zuguckt, unten eure Teams reinschicken. Vielleicht gucke ich mal drüber. Würde mir gerne mal, ja, würde mich interessieren, wer mir hier sozusagen zuguckt, täglich oder ab und zu mal, könnt ihr auch noch gerne hinzuschalten. Und ja, nicht lang schnacken, ich würde sagen, cutten wir hier und machen Schluss. Wir sehen uns dann morgen im Fernando-Harms-Stadion zum Anpfiff. Und ja, das war's. Ciao.